Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2. In der Version 1.36 haben wir einen Schwertransport der außergewöhnlichen Art, 260 Tonnen Industriekabel mit Begleitfahrzeugen, und das ist wirklich schon sehr beeindruckend. Ich habe ja schon die Tage gesagt, ich habe für nächste Woche zwei Touren Schwertransport geplant. Aber dieses Ding ist erst heute am Sonntag erschienen, und guckt euch das mal an. Einige Brücken werden wir wahrscheinlich nicht befahren können, aber es sieht schon richtig brachial aus und übliche Straßen werden eine Herausforderung. Des Weiteren haben wir hier noch LKWs zur Unterstützung, die uns beim Lenken nicht unterstützen. Hier ist die Achse mal ein bisschen hoch, aber egal. Die uns beim Anschieben unterstützen, aber im Endeffekt sind sie einfach nur hinten mit dran. Und ja, 50 MB groß, sehr beeindruckend, klasse. Gehen wir doch einfach mal in die Auflieger, da kann ich euch den nochmal zeigen. Und zwar ist das, der ist es nicht, warte mal, welcher ist das jetzt? Mal schnell lang gehen, Tiefbett müsste das eigentlich sein. Da ist er. Ja, Teleskop. Das ist eigentlich auf den ganz normalen Aufliegern, die man hier so hat, ne? Und beim Vorfeld war ja das Problem, dass man da eventuell erstmal so eine Fracht annehmen musste und abbrechen. Ja, sollte jetzt nicht mehr das Problem sein. Ich habe das Problem nicht gehabt, aber man sieht schon. Dieses Spiel ist eigentlich gar nicht geeignet dafür, diese Sachen hier anzuzeigen, weil es eindeutig zu lang ist. Wir können ja ganz kurz mal durchzählen, wie viele Achsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und hier vorne wahrscheinlich auch 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, 24 Achsen Trailern. Das ist ja wirklich... das ist echt beeindruckend. Haben wir noch irgendwelche anderen? Es gab nämlich noch andere Frachten hier oben. Und nee, ich sehe jetzt weiter nichts. Und für alle, die das suchen, wenn ihr bei Frachten hier rauf geht, stellt euch das einfach nach Gewicht ein. Dann habt ihr hier die ersten Frachten. Am besten mal einen Tag vergehen lassen, wenn ihr den installiert habt. Aufpassen, falls ihr noch irgendwelche anderen Spezialfrachten hier drin habt. Also hier habt ihr noch eine ganze Menge Auswahlmöglichkeiten. Begleitfahrzeuge sind hier erstmal nicht am Start. Gucken wir mal. Ja, hier werden ganz schön viele ersetzt, ne? Also schon. So, dann werden wir gleich nochmal ganz kurz gucken, wie wir denn hier überhaupt um die Kurven kommen. Ich habe den stärksten Motor, glaube ich, drinne. Ja, das ist hier. Immer nur diese Kabelrolle haben wir hier. Und dann probieren wir mal, ein paar Meter zu fahren. Huch. Machen den Motor an. Und der hat natürlich jetzt hier ein paar Schwierigkeiten. 24 Achsen. 260 Tonnen Auflieger. Und das sieht schon echt genial aus. Wenn ich jetzt hier einfach mal rausgucke, man sieht eigentlich hinten gar nichts mehr, ne? Ihr braucht Unterstützung. Ihr braucht definitiv Unterstützung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einfach nur klasse. Da muss er auch ein bisschen aufpassen, dass die Kamera, und man sieht schon, ich denke mal, das wird hier oben auch durchlässig sein, dass ihr auch durch irgendwelche Brücken fahren könnt, weil sonst haben wir hier ein Problem. Und das nächste Problem wäre hier, ob wir hier in den Kreisverkehr überhaupt reinfahren können. Ich habe die Vermutung, wir schaffen das nicht. Und deswegen lasse ich das einfach mal. Weil das könnt ihr erst ja alle selber mal ein bisschen ausprobieren, ob ihr das schafft. Aber guckt euch das mal an, ey. Das ist ja wirklich genial. Echt nice. Hängt so ein bisschen in der Luft, aber ist egal. Ah, das wird wahrscheinlich nach und nach alles so ein bisschen angepasst. Aber das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ich könnte mir sowas auf jeden Fall super gut vorstellen, dass man vielleicht nicht ganz so übertrieben sowas auch mal original ins Spiel bekommt, ne? Oh ja.
So, mit den Worten würde ich einfach mal einen Fisch machen. Lacht einfach mal ein Däumchen da. Und nächste Woche werden wir auf jeden Fall zwei Schwertransporte sehen, die so in der Art sind. Also ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst ein Däumchen da oder ein Abo, wenn ihr mehr sehen möchtet vom Euro Truck Simulator. Ich bin erstmal raus und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.